Wenn die Bibel recht hat, gibt es einen Gott? Wenn die Bibel recht hat, ist dieser Gott erfahrbar? Wenn die Bibel recht hat, hat unser Leben einen wirklichen Sinn und eine Zukunft? Wenn die Bibel recht hat, kennt und liebt dieser Gott jeden Einzelnen und nimmt Anteil an unserem Leben. Wenn die Bibel recht hat, trennt uns Sünde, unser Egoismus und was daraus folgt von Gott. Wenn die Bibel recht hat, bleibt diese Trennung auch über den Tod hinaus bestehen, wenn wir nie bewusst auf die Seite Gottes treten. Wenn die Bibel recht hat, gibt es weder eine Wiederverkörperung, Reinkarnation, noch höhere Entwicklung, noch Selbsterlösung. Wenn die Bibel recht hat, sind Himmel und Hölle Realitäten. Wenn die Bibel recht hat, gibt es nur einen Weg, mit Gott versöhnt zu werden. Wenn die Bibel recht hat, können wir über unsere Zugehörigkeit zu Gott eine klare persönliche Gewissheit erlangen. Auf den ersten Blick erscheinen diese Angaben unrealistisch und unbeweisbar. Gott und Satan passen nicht in unser vernünftiges Weltbild. Aber wir sind unvernünftig genug, an Horoskope, Astrologie, Talismane und Okkultismus zu glauben. Dabei trennen wir die übernatürlichen Wirkungen von ihren Ursachen. Denn konkrete Wirkungen können nicht im luftleeren Raum entstehen. Das Vorhandensein übernatürlicher Wirkungskreise wird heute sogar von der modernen Wissenschaft, etwa der Parapsychologie und Atomphysik, bestätigt.